Herr Eichler, Sie haben heute Ihre Konjunkturprognosen präsentiert für die Schweiz, aber auch für die Welt. Bald soll ja nun ein Corona-Impfstoff kommen. Ab wann werden wir das denn konjunkturell zu spüren bekommen? Ja, genau, da sind ja die Nachrichten in den letzten Tagen, Wochen sehr positiv gewesen, dass das mit dem Impfstoff tatsächlich zu funktionieren scheint. Man muss sich aber bewusst machen, dass es für eine konjunkturelle Wirkung noch eine ganze Weile brauchen wird. Erst wenn die Bevölkerung so weit geimpft ist, dass wir mit den restriktiven Maßnahmen aufgrund der Pandemie zurückfahren können, ohne dass wir wieder einen Anstieg kriegen, erst dann wird sie wirklich wirksam. Und wir rechnen damit, dass das wohl eher gegen spätes Frühjahr, Mitte nächsten Jahres der Fall sein wird, dass so viele Impfungen zur Verfügung stehen, dass man tatsächlich die Maßnahmen zurücknehmen kann. Wenn man jetzt konkret nur mal auf, ich sage mal, auf die Schweiz blickt, welche Bedeutung geht denn hier genau von der zweiten Welle aus? Nun, wir haben ja den starken Anstieg der Fallzahlen und auch Hospitalisierung, Todesraten sind wieder deutlich angestiegen. Also wir sind ganz klar in der zweiten Welle. Wir haben ja auch wieder entsprechende Maßnahmen ergriffen, zum Teil die Kantone, zum Teil auch der Bundesrat. Sie sind allerdings deutlich weniger restriktiv als im Frühjahr. Das liegt unter anderem daran, dass wir natürlich inzwischen sehr viel mehr wissen, welche Maßnahmen funktionieren und welche Maßnahmen ein eher schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben und von daher auf die man eher verzichten sollte. Und dementsprechend ist ja auch deutlich weniger restriktiv eingegriffen worden. Insbesondere Schulen und Geschäfte, das sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten Punkte, sind noch offen. Aber auch nicht zu vergessen, gerade für eine exportorientierte Wirtschaft wie die Schweiz, dass die Grenzen anders als im Frühjahr nicht geschlossen sind. Das heißt, der internationale Zusammenarbeit funktioniert, Lieferketten hier funktionieren. Das ist schon auch ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt haben wir ja beispielsweise diese Tage aus Österreich gehört, dass da doch ein viel strikterer Lockdown umgesetzt wird. Wenn wir jetzt die Schweiz mit ihren Nachbarländern vergleichen, nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland, Frankreich, Italien, wie steht die Schweiz denn da da? Es ist ganz klar, dass die Schweiz weniger restriktive Maßnahmen ergriffen hat in der zweiten Welle, obwohl die Fallzahlen zum Teil ja höher sind als in den Nachbarländern, zumindest pro Kopf gerechnet. Es hängt aber auch sehr stark davon ab, wie man dann tatsächlich damit umgeht. Wir haben wohl im Sommer über im Herbst hinein sehr viel gehofft, dass wir das Schlimmste überstanden haben und relativ locker damit umgehen könnten. Und wie die Kommunikation ja klar zeigt, war das etwas voreilig. Und jetzt ist wichtig, dass wir selber uns wieder etwas am Riemen reißen und vorsichtiger sind. Es kommt wahrscheinlich gar nicht so sehr darauf an, wie genau die Restriktionen ausgestaltet werden, sondern sehr, wie jeder Einzelne von uns es umsetzt, wie sehr wir uns daran halten. Welche Sektoren und Sparten der Schweizer Wirtschaft werden denn wohl noch am längsten von der Krise betroffen sein? Da hat sich nichts Grundsätzliches geändert gegenüber das, was wir schon seit Monaten auch beobachten. Es sind natürlich diejenigen Bereiche, die mit persönlichen Dienstleistungen zu tun haben und insbesondere mit Tourismus und Reisen in einer oder anderen Form zu tun haben, die besonders stark betroffen sind. Wenn wir unsere sozialen Kontakte einschränken, logischerweise sind die Aktivitäten fallen entsprechend weg. Das heißt, wir reden über die Tourismusindustrie, Hotellerie, aber auch Gaststätten und sonstige Dienstleister in dem Bereich. Wir reden über Teile des Verkehrs, insbesondere Fernverkehr und Flugverkehr, die betroffen sind, aber auch Pendlerströme, die wieder tiefer sind. Und wir reden natürlich über die ganze Event- und Kulturbranche mit allem ähnlichen Sportevents, Kinos, Tanzveranstaltungen, alles, was dort daran hängt, die jetzt natürlich entweder sowieso eingestellt sind oder wenn nicht ganz eingestellt sind, doch erheblich mit erheblichen Restriktionen zu kämpfen haben. Und die sind sehr stark betroffen. Die werden auch am längsten betroffen bleiben, insbesondere Tourismus, der internationale Tourismus, das wird noch eine längere Zeit dauern, bis sich das wieder erholt, auch weil dort gewisse Strukturen vermutlich verloren gehen werden bei großen Reiseveranstaltern. Auch der Flugverkehr kann ja nicht vom einen auf den anderen Tag wieder hochgefahren werden. Das heißt, hier wird es wirklich eine ganze Weile dauern, bis es wieder kommt, wenn es denn überhaupt wieder kommt. Es kann auch zu Verhaltensänderungen kommen, insbesondere im Geschäftstourismus rechnen wir eigentlich damit, dass weniger Geschäftsreisen, auch wenn wieder alles normal ist, weniger Geschäftsreisen getätigt werden.